Ja, was für ein Vollpfosten, ich weiß. Aber ich habe ja gesagt, ich lasse mir was einfallen. Deswegen war meine dümmste Idee eigentlich, mich einfach mal aus einem anderen Winkel zu filmen. Aber mal Spaß beiseite. Bevor ich zum eigentlichen Rezept komme, möchte ich allen Leuten da draußen, allen meinen Zuschauern und Nicht-Zuschauern natürlich immer noch ein wunderschönes Osterfest wünschen. Das meine ich wirklich von Herzen. Heute ist zwar Ostermontag, aber trotz alledem haben wir ja noch Osterfeiertage. Ja? Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr die letzten Tage wirklich schöne Feiertage hattet und mit eurer Familie, mit euren Liebsten. Und ja, das Wetter hat uns ja in die Karten gespielt und finde, Petrus hat es sehr, sehr gut mit uns gemeint. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr alle über die Tage dankbar wart für all die Dinge, die ihr habt, für eure Liebsten, für, ja, für eure Essen, für euer Trinken. Ich finde, das sind so Dinge, die man immer wieder im Alltag vergisst. Ich jedenfalls bin sehr, sehr dankbar, bin auch sehr, sehr dankbar für alle meine Zuschauer, für meine Fans. Und auf diesem Wege möchte ich mich auch bei all meinen Zuschauern bedanken, denn wer es noch nicht gesehen hat, ich habe die tausende Abonnenten geknackt, ja, dank meiner Zuschauer und meiner Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt werden sich einige von euch denken, so ein Vollpfosten, warum ist schon wieder aus dem Häuschen? Ja, ich habe euch ja schon, glaube ich, zig Male gesagt, ich bin kein YouTuber, ich werde wahrscheinlich auch nie ein YouTuber sein. Aber trotzdem finde ich, für mich sind 1000 Abonnenten schon eine tolle Sache, weil es einfach für mich persönlich 1000 Menschen sind sozusagen, die mir durch ihr Abo zeigen, ja, dass ich wohl irgendetwas richtig mache. Und ja, ich muss sagen, das fühlt sich gut an. Das ist schön für mein kleines Herzelein, macht mich das ein bisschen stolz. Und wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank dafür. Kommen wir zum eigentlichen Thema, Rezept. Ich habe das letzte Mal angekündigt, dass es heute etwas Süßes geben wird und habe mir da so ein paar Gedanken gemacht, dachte ich, Ostern, was könnte ich denn da machen? Naja, jetzt ein Lammrezept mit Zucker wäre jetzt wahrscheinlich nicht so toll. Und dann aus quasi, ja, aus Eigenregie sozusagen, weil ich gestern an Ostern brunchen war und das sozusagen einer der wenigen Tage im Jahr ist, wo ich auch mal Brot esse und sowas, habe ich mir gedacht, hey, wieso mache ich mal nicht ein super geniales Rezept für eine Low-Carb-Marmelade ohne Zucker? Ja? Marmelade, die meisten von euch essen es wahrscheinlich so wie ich, wenn überhaupt dann mit Brot. Und da ich ja, wie gesagt, eigentlich fast nie Brot esse, kommt es eher selten vor. Aber ja, ich denke mal, dass viele von euch gestern, und das hoffe ich natürlich, in ihrer Familie oder mit ihren Freunden oder mit ihrem Liebsten gemeinsam gefrühstückt hatte. Und ja, wir Deutschen, denke ich schon, dass bei den meisten natürlich neben dem Brot auch immer ein Gläschen Marmelade dabei rumsteht. Und bevor ich mich jetzt wieder in irgendeinem Laberflash verfange, würde ich sagen, starten wir mit dem Rezept. Viel Spaß. Tja, hier sind wir wieder aus einer anderen Perspektive. Für die Marmelade habe ich mich heute für eine Beerenmarmelade entschieden. Ich verwende dazu sehr, sehr gerne so eine Beerenmischung. Ja. Gut, jetzt habt ihr es ja gesehen. Die kommt jetzt gerade vom Kaufland. Benutze ich sehr, sehr gerne und habe ich ehrlich gesagt immer in meinem Gefrierer. Einfach, weil es einfach portionierbar ist und ja, man wunderbar auch die Früchte abwiegen kann. Man hat die Nährwerte hinten drauf, also eine tolle, tolle Sache. Jetzt werden natürlich einige von euch sagen, ja, Moment mal, Beeren haben auch Zucker. Ja, natürlich haben sie Zucker, nämlich ihren eigenen Fruchtzucker. Und ich zeige es auch gerne in die Kamera. Bitteschön. Ja, hier haben wir es. 6,9 Gramm Zucker. Also 6,9 Gramm Zucker auf 100 Gramm, das kann man meiner Meinung nach und in meiner Welt getrost Low Carb nennen. Und wie gesagt, wenn ich sage Marmelade ohne Zucker, dann meine ich natürlich auch ohne hinzugefügten Zucker. Denn wer schon mal von euch eine Marmelade gekocht hat, der weiß, dass mindestens die Hälfte aus so einer Marmelade nur aus Zucker besteht. Ja? Den Zucker braucht man nicht nur zur Süße, sondern um die Marmelade natürlich auch haltbar zu machen. Das hier wird natürlich eine Marmelade, die jetzt natürlich nicht ewig im Kühlschrank verweilen kann.
Deswegen empfehle ich euch auch, jetzt nicht gerade 6-7 Gläser davon einzukochen, sondern macht's nach Bedarf. Ihr werdet jetzt auch am Ende des Videos dann festgestellt haben, so eine Marmelade kann man auch mal portionsweise kochen, weil das ganz, ganz schnell geht. Und wie gesagt, da ein paar Tage hält die im Kühlschrank aus. Und ich denke, das reicht auch vollkommen aus. Ja? Aber wie gesagt, heute habe ich mich dafür entschieden. Ihr könnt selbstverständlich natürlich auch frische Beeren nehmen, Heidelbeeren oder Erdbeeren oder was auch immer. Ihr könnt auch andere Früchte nehmen, aber denkt natürlich dabei immer daran an natürlich den entsprechenden Zuckergehalt. Ja? Solche Beeren hier, auch Erdbeeren, die haben noch weniger Kalorien. Wohingegen, wenn ihr jetzt natürlich Aprikosen nehmt oder Kirschen, da steigen wir natürlich wieder in den Kalorien und natürlich im Zuckergehalt. Ne? Also, würde ich sagen, fangen wir erstmal an und wiegen erstmal die Beeren ab. So, für das heutige Rezept nehme ich zur Einfachheit einfach mal 150 Gramm. Ja, könnt natürlich entsprechend mehr nehmen oder weniger. Wie gesagt, so. Ich denke, das reicht erstmal. Das ist der erste Schritt. Als nächstes geben wir die Beerenmischung in eine Pfanne. Dann geben wir noch ein bisschen Wasser hinzu und erhitzen erstmal die Beeren schön langsam, damit die weich werden. So, die Beeren werden langsam weicher und ihr könnt sie ein bisschen zerdrücken. Auch hier wieder könnt ihr selber natürlich nach Geschmack gehen. Wer die Marmelade ein bisschen gröber mag, der kann die zum Beispiel die Beeren jetzt zum Beispiel so lassen. Oder wer es zum Beispiel ganz fein mag, so quasi Konfitüre extra, der kann sie vorher pürieren oder einfach hier noch zum Beispiel so einen Zauberstab reinheben. Ja? Also das macht ihr dann ganz nach Belieben. Kocht das Ganze jetzt so, sagen wir mal, für 5 bis 8 Minuten schön durch, dass auch ein bisschen das Wasser sich verflüchtigen kann. Und dann kommen noch ein paar weitere Zutaten hinzu. So, nach circa der Hälfte der Kochzeit kommen die nächsten Zutaten, und zwar einmal der Saft einer halben frischen Zitrone. Ja, das gibt der Marmelade eine schöne Säure und gleichzeitig brauchen wir das auch zum Gelieren. So. Und als nächstes ein bisschen Ceylon-Zimt. Ich kann es nicht oft genug sagen, Zimt im Allgemeinen, dem werden ja gesundheitsfördernde Wirkungen nachgesagt, also sprich, man hat mal nachgewiesen, dass der Zimt eine blutdruckstabilisierende Wirkung hat. Allerdings unterscheidet man da natürlich zwischen zwei verschiedenen Zimtsorten. Und zwar gibt es einmal den Ceylon-Zimt und einmal den Cassis-Zimt. Und wer sich mit den verschiedenen Zimtsorten noch nicht beschäftigt hat, ein kleiner Exkurs. Der Unterschied zwischen Ceylon-Zimt und Cassis-Zimt ist folgender. Ceylon-Zimt kommt meist aus Sri Lanka und Indien und der Cassis-Zimt meistens aus China. Jetzt muss man wissen, dass der Cassis-Zimt auch erstmal deutlich günstiger als der Ceylon-Zimt ist. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr welchen kauft. Und das ist ja noch nicht mal weiter schlimm. Aber das Problem ist, dass im Cassis-Zimt größere Mengen an Kumarin drin ist. Ja? Kumarin ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der auch dem Cassis-Zimt so ein bisschen diesen würzigen Geschmack gibt. Ja? Problem an der ganzen Geschichte ist, dass Kumarin im Übermaß auch gesundheitsschädlich sein kann. Ja? Also man kann davon Kopfschmerzen bekommen, bis hin zu Leberschäden. Ja? Deswegen wird auch immer zum Beispiel an Weihnachten, wenn es zu den Weihnachtsmärkten geht, ja, werden doch immer so, so Warnungen ausgesprochen, vor allem an die Mütter, dass die Mütter aufpassen sollen, dass die Kinder nicht zu viele Zimtsterne essen. Eben weil in diesen Zimtsternen eben hauptsächlich sehr viel Cassis-Zimt drin ist, weil in der Industrie wird natürlich der günstigste Zimt genommen und nicht gerade der wertvolle Ceylon-Zimt. Und eben, wie gesagt, der Kumarin kann dann eben dafür sorgen, dass die Kinder wirklich Gesundheitsschäden davon tragen. Und daher mein Tipp an euch, gerade bei Zimt, lieber ein paar Cent mehr ausgeben. Wirklich, wir reden wirklich über Centbeträge. Lieber einen guten Ceylon-Zimt haben. Der schmeckt, finde ich, sowieso besser. Ich mag den Cassis-Zimt gar nicht. Und man ist auf der sicheren Seite. Okay? Also, würde sagen, weiter geht's.
So, wie ihr seht, haben sich die Beeren wunderbar eingekocht und wir haben eine wunderbar schöne, gleichmäßige Masse bekommen. Noch ein bisschen grobe Stücke drin. Wie gesagt, ich mag das ganz, ganz gerne so. Wer das übrigens noch fester haben möchte, also noch sämiger, der kann zum Beispiel noch einen Teelöffel Flohsamenschalen dazugeben oder einen Teelöffel Xanthangam. Ja? Dann wird das Ganze noch ein bisschen sämiger, noch ein bisschen fester. Ist eine reine Geschmackssache, aber ich mag die Marmelade so, wie sie ist. Tja, insofern würde ich sagen, sieht das Ganze schon mal sehr, sehr gut aus. Also richten wir an. Wie ihr im Video sicherlich gesehen habt, habe ich diesmal, obwohl ich sehr, sehr gern süß esse, keinerlei Süßstoffe hinzugeben, weder Flüssigsüßstoff noch Zucker noch sonst irgendwas. Und ich kann euch sagen, ihr braucht es euch auch gar nicht, wirklich. Also ich finde die Süße, die die Beeren von sich aus haben, gepaart mit dem Zimt und der Säure von der Zitrone, ich finde, es reicht vollkommen aus. Klar, wer jetzt sagt, nein, ich möchte es noch süßer haben, der gibt halt noch ein bisschen Süße noch mit dabei. Kleiner Tipp hier, wenn ihr zum Beispiel Zucker verwendet, ja, ist wie gesagt eine reine Geschmackssache, empfehle ich euch den Zucker zum Schluss hinzuzugeben. Ja, am besten, wenn der oder wenn die Marmelade schon abgekühlt ist, sozusagen, damit der Zucker sich nicht ganz auflöst. Warum ist das so? Ich zum Beispiel mag den Zucker sehr, sehr gerne, wie gesagt, wenn er noch ein bisschen körnig ist. Warum? Weil man dann noch so eine Kühle im Mund hat. Müsst ihr mal ausprobieren. Könnt ihr mal zum Beispiel, wenn ihr mal einen Magerquark esst, ja, einmal den Zucker wirklich schön mit in den Magerquark und ein bisschen Milch oder Flüssigkeit einrühren. Ja, das ist eine Sache. Oder ihr macht den Magerquark so, wie ihr ihn immer macht, ohne irgendwelche Süßstoffe und gebt den Zucker zum Schluss über den Magerquark, ja, sodass ihr quasi noch die Kristalle seht und esst ihn dann und werdet den Unterschied merken im Mund. Also die Konsistenz ist zwar die gleiche, aber wenn die Kristalle noch vorhanden sind, dann habt ihr so eine leichte Frische im Mund. Ich mag es sehr, sehr gerne. Wie gesagt, nur ein kleiner Tipp am Rande. Ansonsten, wie ich ja schon im Video gesagt habe, wer die Konsistenz etwas dicker mag oder sämiger mag, kann, wie gesagt, noch Flohsamenschalen oder Xanthangam mit hinzugeben. Aber ich zeige es euch mal. Ja, hier, seht ihr das? Da ist nichts dergleichen drin und ganz ehrlich, also ich bin mir sicher, wenn ich jetzt diese Waffel jemandem zeige, der wird sagen, das ist eine ganz normale Konfitüre aus dem Supermarkt. Ja. Übrigens, kleiner Tipp, das hier, was ich hier jetzt gerade veranstaltet habe mit den Maiswaffeln, das ist zum Beispiel eine Variante, die ich hin und wieder doch esse, ja, zum Beispiel als Post-Workout-Snack sozusagen. Ich benutze zum Beispiel Maiswaffeln sehr, sehr gerne. Ja. Ihr könnt natürlich genauso auch Reiswaffeln nehmen. Ich mag Maiswaffeln aber lieber, weil Maiswaffeln, die sind, finde ich, knackiger, ja, knuspriger als Reiswaffeln. Reiswaffeln sind luftiger. Kleiner Tipp am Rande, auch hier wieder lange Forschungsarbeit. Beim Lidl gibt es die besten übrigens. So, und das mache ich, wie gesagt, relativ
würde jetzt nicht sagen regelmäßig, aber hin und wieder esse ich das so. Maiswaffeln, bisschen Frischkäse leicht drüber und dann, wie gesagt, meine selbstgemachte Marmelade oder mein selbstgemachte Nutella, die ihr ja in einigen meiner Videos noch findet. Ja. Schmeckt mega genial, super lecker und wie gesagt, 100 Gramm von dieser Marmelade, wie ihr ja gesehen habt, hat gerade mal 50 Kalorien, um die 6,9 Gramm Kohlenhydrate, wenn ich mich richtig erinnere. That's it. Also ich meine, noch low-carber geht's eigentlich gar nicht. Und es ist wirklich die natürlichste Form der Frucht. Ja, wir haben sie weder großartig verändert, noch durch irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe, wie soll man sagen, auch die Struktur verändert oder sowas, sondern wir haben den reinen Geschmack der Beeren und ich finde, das ist, ja, ihr müsst es ausprobieren. Ja? Ich will gar nicht lang dran rumreden, probiert es mal aus. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich durch. Bei mir ist übrigens auch noch Ostermontag, deswegen mache ich die Sache kurz. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Feiertag. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, genießt das schöne Wetter und seid dankbar für alles, was ihr habt. Ja, ich, wie gesagt, bin sehr, sehr dankbar. Dank euch nochmal ganz, ganz arg von Herzen für das Erreichen meiner 1000 Abonnenten-Marke. Und wenn euch das Rezept gefallen hat und das Video gefallen hat, seid doch bitte so nett, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert die kleine Glocke, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Und ansonsten würde ich sagen, noch einen wunderschönen Feiertag, ganz liebe Grüße an alle da draußen, euer Chris.